Also, ScanTheNet, wir sind damit, das ist erstmal eine Suchmaschine. Und zwar haben wir uns gedacht, wir scannen das Netz nach Live-Suchergebnissen auf Social Networks ab. So, der Markus Reimold und ich, wir haben das Ding vor 3 Monaten gestartet, beziehungsweise haben es dann zusammengesetzt und geschaut, ja, was gibt es auf dem Markt noch nicht, was könnten wir machen? Und haben dann einfach drauf losgelegt, also ohne Finanzierung, das ist alles nur Manpower, was wir da reingesteckt haben. Und ja, so sind wir dann, so waren dann die Anfänge. Ursprünglich hatte ich die Idee, einen Dienst zu starten, der heißt Monitio, also Standortmonitoring, dass zum Beispiel ein Diskothekenbetreiber oder ein Freizeitpark sehen kann, wer im Umkreis alles über das Unternehmen schreibt und auch vor Ort ist, um einfach dann auch in Dialog treten zu können mit dem Kunden. So, und so sah der Dienst dann, oder sieht immer noch aus, also wenn man nach Monitio googelt, dann findet man das. Da kann man erstmal YouTube und Twitter schauen, wer denn da in der Umgebung gerade schreibt. Das ploppt dann alles auf der Karte hinzu. So, wir sind mit ScanTheNet gestartet und das hat einen ganz großen Medienhype verursacht. Wir waren also in verschiedensten Blogs, wir waren bei NTV auf der Startseite. Das hier ist das größte südamerikanische Tech-Blog und so sah es dann bei Twitter aus, ne? Also dieser südamerikanische Tech-Blog den Eintrag veröffentlicht hat, waren es dann 200 Tweets an einem Tag. So, aber wie es dazu dann kam, zu dem Medienhype, übrigens, nee, das kann man jetzt so nicht abschreiben, auf jeden Fall verbirgt sich da der Pressespiegel unter der URL. So, und zwar, wie startet man ein Social Network am sinnvollsten? Also, grundlegend ist es ja wichtig, dass die ersten Nutzer sich untereinander kennen sollten, damit sie auch diese Social-Funktionen auf extremste austesten können, zum Beispiel Direktnachrichten oder App-Replies und was es so alles gibt, ne? Und dann haben wir halt uns überlegt, ich habe auf Plurk ein ganz heftiges Netzwerk, also ein emotionales Netzwerk von Leuten, die ich auch persönlich kenne. Und da habe ich mir 15 Leute rausgepickt, die diese Alpha-Phase durchgespielt haben. Sehr extrem. Innerhalb von einem Tag haben wir unheimlich viele Bugs gefunden bei uns. Also das ist grundlegend wichtig, dass man Leute hat, die sich dann auch im Vorfeld schon kennen und einfach auch die Zeit haben, das mal einen halben Tag auszuprobieren. Ups. Ja, so sah es dann aus. Wir haben dann immer Funktionen neu gelauncht, die erstmal in diesem kleinen Nutzerkreis publiziert wurden. Also wenn wir neue Funktionen launchen, ist es immer so, dass erstmal die Plurkies darüber diskutieren sollten und erstmal das Ding austesten und wir dann erst in die Öffentlichkeit gehen. Das ist also sehr, sehr effektiv auch für uns gewesen. So, und jetzt schließe ich die Präsentation und gehe dann mal, oh, was war das? Nein. Ja, so sieht es dann auch aus. Also wir haben erstmal eine Suchmaschine auf der Startseite. Wir geben irgendein Wort oben da ein und hier werden halt Ergebnisse aus Instagram, aber es ist schlecht mit dem, gehe ich mal mit der Maus hier hin. So. So, das sind die Netzwerke, die wir abscannen. Das ist eine Live-Suche und wir zeigen die neuesten Artikel zuoberst an. In dem Fall habe ich jetzt mal das Wort IFA genommen und ich kann sehen, was jetzt, also man sieht da die Tweets, vor 5 Minuten stand da auch immer drunter. Wer was da publiziert. Man kann hier auch runterscrollen und sich das alles nochmal angucken.
Ja, und das war es eigentlich im ersten Fall. Also man lässt sich von Internetergebnissen berieseln. Ne, also ähnlich wie beim Fernsehgucken kommen da die Inhalte so nacheinander auf einen zu und man kann sie dann gegebenenfalls sharen, man kann auch diese einzelnen Optionen ausschalten. So, wenn man sich einloggt, ich logge mich mit Twitter ein. So, dann erscheint auf der rechten Seite eine Zeitleiste von Informationen, die jeder bei uns intern geshared hat über alle möglichen Themen. Dann kann ich auswählen, was Freunde geshared haben und dann, was speziell nur über die IFA geshared wurde. Hier steht eine 9 in Klammern, das heißt 9 Inhalte von diesem Livestream oder wir haben auch ein Bookmarklet, werden auf die rechte Seite gepackt und werden da nochmal genauer diskutiert. Also man kann, wenn man diese Inhalte sieht, weiß man, wo sie herkommen. Also das ist ein Instagram-Bild. Und hier drunter gibt es nochmal diese ganzen Share-Möglichkeiten, sodass man dann das Bild, also mit Rollover kann man das dann aufrufen. Man kann die einzelnen Inhalte auch hier rechts voten. Das ist später besonders spannend, so in circa einer Woche werden wir hier einen Reputationsbutton haben. Das heißt, wenn ich da draufklicke, dann sehe ich, wer denn jetzt die besten Informationen zum Thema IFA oder was weiß ich für ein Wort, was man oben vorher in die Suche eingegeben hat, wer denn da der Influencer ist zu dem Thema. Also so eine Top 10 stellen wir da. Und ja, im Prinzip kann man so sehen, wir sind erstmal eine Suchmaschine wie Google, nur in Echtzeit. Dann ein Social Network, ein bisschen wie Facebook, nur über Themen gebunden, also Themen fixiert. Und jetzt kommt noch dieses Reputationstool dabei von den einzelnen Nutzern, die dann zu den verschiedenen Schlagwörtern gerankt werden. Also sowas wie ein Cloud Score. Und ja, und was fehlt jetzt noch? Natürlich Location Base. Das heißt, wir können auch Nachrichten mit Standortbezug auf einer Karte visualisieren. Wir haben hier diese 3 Netzwerke, Instagram, Flickr und YouTube. Jetzt momentan ist New York als Standort hier angegeben, aber wir nehmen jetzt einfach mal Köln oder noch besser Berlin Messe. Ich klicke da drauf, das Ding springt auf die Messe. Also den Messebereich, die Messe ist hier vorne. Ich verschiebe den Cursor. So, hier, da. So, als erste Meldung kriege ich immer die Wetterdaten. Wie sieht es denn da aus, wettermäßig? Entschuldigung, normal müsste das auf dem Bildschirm halt hier größer dargestellt werden. Auf jeden Fall sehe ich dann jetzt Live-Inhalte von der IFA. Also man kann es als Monitoring-Tool benutzen für Standorte, auch wenn in der Welt irgendwo was passiert und ich möchte gerne Informationen von Augenzeugen haben, dann kann ich so auch als Journalist da schauen, was ist denn da jetzt überhaupt los. Also wir gehen davon aus, dass beziehungsweise wir scannen die Standorte, und zwar YouTube-Videos, die über diese Messe handeln, die da aufgenommen wurden. Und Instagram hat man ja so einen Location-Bezug immer. Ja, und wir haben in unserem Netzwerk auch Direktnachrichten, die verbergen sich dann hinter diesem Button, so wie bei Google Plus auch. Man kennt das ja, da erscheint dann eine 2, eine 3, eine 4 oben in dem Feld. Ja. Und man kann hier wunderbar schauen, was denn hier abging. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, und zwar habe ich jetzt ein YouTube-Video ausgewählt. Ich habe auf Share geklickt. Jetzt kann ich das YouTube-Video hier abspielen, gleichzeitig das Schlagwort verändern. Hier schreibe ich dann IFA rein.
Und während ich das YouTube-Video schaue, kann ich die Beschreibung, was dazu schreiben, ne? Also Text dazu posten. Das hat man auch bisher, glaube ich, bei keinem anderen Social Bookmark-Dienst, dass man halt bei YouTube-Videos einfach auf Play drückt und dann halt ein Textfeld hat, wo man das so schön zusammenfassen kann. Und ja, so sieht's aus. Und hier auf der rechten Seite, man sieht das ja bei so Twitter-Suchtools, da sieht man dann immer Profilbilder von den Leuten, die da twittern. Bei uns sieht man aber direkt die Inhalte. Also wenn ich jetzt irgendwie da ein Bild anklicke, sehe ich das dann hier. Und kann es gleichzeitig sharen, teilen und mit meinen Leuten besprechen. Ja, Firmen können es einsetzen. Das ist sehr interessant, dass man später auch Nutzergruppen anlegen kann, wo man halt verschiedene, ich bin jetzt die Firma Vodafone oder so, möchte eine Kampagne fahren und sagt dann mit 3 Mitarbeitern, suchen wir den besten Content aus dem Netz raus, was gerade unsere Kunden oder was weiß ich über uns schreiben, was sie für Ideen haben, was die Kuriositäten mit so Handys anstellen oder sonst was. Und das nehmen wir alles wahr, verarbeiten das irgendwie und sammeln das, um später daraus eine Kampagne zu basteln. Sowas in der Art. Es soll auch möglich sein, also das für interne Zwecke später zu nutzen, unser Netzwerk, also ins Enterprise 2.0 einzufließen. Ja, und das war's dazu. Ich finde das sehr spannend. Ich nutze es auch selber. Jeden Tag sitze ich davor und lasse mich berieseln. Und wichtig für uns ist es halt, angemeldete Nutzer, aktive Nutzer zu haben, die auch wirklich Spaß daran finden. Unser Ziel ist erstmal, so groß wie möglich zu werden und mehr nicht. Und Vertrauen aufzubauen, ne, dass jeder weiß, ach ja, die nutzen nichts aus. Es geht rein um die Themen bei uns, also dass wir zum Beispiel das Internet für alle irgendwo verbessern. Wenn ich jetzt hier nochmal drauf klicke, Moment. IFA, doch, das war's. So, die Zeitleiste, damit, ich bin ja auch in Sachen Medienkompetenz unterwegs und damit will ich halt auch zeigen, dass das Internet braver ist, als die meisten Menschen glauben. Ne? Also es sind alles öffentliche Nachrichten, YouTube-Videos zum Thema IFA und da ist also kaum oder gar nichts Anstößiges irgendwie mal zwischen. Und das ist doch schon sehr spannend zu sehen, dass der Großteil der Bevölkerung doch so brav und nachhaltig agiert. Besonders wenn er halt mit seinem Nutzernamen, ist ja auch bei Facebook so, man zu jeder Nachricht sendet man ja seinen Benutzernamen und seine Reputation zu. Und es ist ja auch ein sehr friedfertiges mittlerweile Netzwerk. Ne? Sobald, was ich dazu noch sagen wollte, ist, anmelden kann man sich ausschließlich mit Twitter und Facebook, weil wir davon ausgehen wollen, dass schon die Nutzer erstmal eine Vorkenntnis haben sollte, was ist denn Social Network? Und dann nicht bei uns dann direkt schreiben, oh, was ist das denn hier, worum geht es denn überhaupt? Und dann zweitens, dass wir auch ein Profilbild haben und die Bio eines Accounts auch schon mal steht, nämlich es gibt halt viele Leute, die melden sich mit E-Mail-Adressen irgendwo an, laden dann kein Profilbild hoch und dann hat man da einen toten Account stehen. Und das halte ich auch nicht für sinnvoll. Und dann noch eine Besonderheit bei uns, man kann nur Leuten folgen, die schon mal Content geshared haben. Also wenn einer ein Profil anlegt und einfach darauf hofft, einfach nur Follower zu bekommen, das funktioniert so nicht, er muss sich erstmal outen. Ja, und wie gesagt, hier läuft der Livestream, das allgemeine Internet, und hier sollte dann das von Nutzern nochmal gefilterte Internet zu den verschiedenen Themen dargestellt werden, sodass hier der allerbeste Content ist. Ja, und das war's dazu. Ach ja, ich habe hier die Möglichkeit, suchen zu speichern, also mehrere Worte. Jetzt gehe ich mal mit der
der Maus hier hin, das sind so Worte, hier Roffel ist auch ganz klasse, weil man kriegt ja die allerersten, man ist ja der erste Viewer meistens bei YouTube-Videos und wenn dann lustiger Content da ist und dann ist man schon der King in seinem anderen Social Network, Facebook oder so, wenn man da der Erste ist, der so ein Katzenvideo der Öffentlichkeit präsentiert. Ne, so als Motivation auch, ne, das dann auch intensiv zu nutzen. Und hier, wenn ich den Button hier drücke, dann wird alles gescannt, was ich als gespeicherte Suche hier angegeben habe. Das wechselt sich dann immer ab. Also hier kann ich meine ganzen Interessen oder wenn ich jetzt Social Media Experte wäre, könnte ich das Wort Social Media monitoren, gleichzeitig Web 2.0 und die anderen Begriffe, die ähnlich sind. Und so habe ich dann alles in einer Timeline in Echtzeit. Ja. Habt ihr Fragen dazu? Boah! Ja. Fangen wir hier an. Fragen, erstmal, kannst du das Vollbild machen? Jetzt sagst du was spät. Vollbild weiß ich nicht, was ist da für eine Taste? F. Also hier Steuerung und dann. Ohne Steuerung? Ja, oh. Ja, wie doof, ne? Danke. Zweite Frage? Ja, ich habe es nicht ganz verstanden, aus welchen Kanälen wird jetzt die Information bezogen? Also Facebook? Genau, hier, das sind sie. Das sind sie. Und wie Twitter. Kann man dann die Kanäle hinzufügen? Oder? Die sind alle hinzugefügt, man kann sie halt abstellen. Ja. Also bei Twitter funktioniert das so: hier sind, funktioniert es so, alles, was das Wort in dem Fall Düren beinhaltet und einen Link beinhaltet, wird ausgelesen. Also man kann es als Twitter-Wall nutzen, also Twitter-Wall nur noch mit mehr Netzwerken, aber bei der Twitter-Wall ist es ja so. Ja, kann ich. Nee. Ups, wow. Ach, ich muss dieses Ding jetzt mal stoppen hier. Also Hashtags werden ja nicht bei YouTube irgendwie verwendet und so. Nicht immer, deswegen, jetzt haben wir hier ein Instagram-Foto, das ist auch noch von mir. Ja, und es aktualisiert sich halt von selbst. Hier werden wir dann halt, das meiste, was wir hier finden, sind halt dann Instagram-Fotos. Ach, Termin, der Mr. Topf, ist der hier? Nee, der hat sich auch hierhin angemeldet. Und das hat er jetzt vor 8 Tagen hochgeladen, sehe ich hier. Also wenn wir keinen aktuellen Content finden, dann finden wir schon halt älteren. Aber die Priorität ist erstmal der neueste Content. Die letzte Frage. Du hast ja am Anfang gesagt, ihr seid ja ein Startup und kannst du vielleicht erklären, was wird momentan oder was wird dann in der Zukunft? Welche Service wird dann verkauft von euch? Ja, verkauft, also meine ideelle Ansicht ist ja, dass die Player im Internet alles amerikanische Unternehmen sind, also Facebook, Google, Amazon und Apple. Und wir sollten vielleicht mal halt auf dem deutschen Markt irgendwie ein Meta-Tool schaffen, packen, was vielleicht auch mal ganz groß wird. Also das ist so mein Bestreben, persönlicher Kampfgeist. Und, nein? Nein? Ja, nee, auch, ich habe ja damals versucht, also Anfang des Jahres versucht, auch die Geschäftsstelle für Deutschland von Twitter nach Deutschland zu bekommen, beziehungsweise nach Köln zu bekommen. Und dann sind wir halt rumgelaufen mit Kameras und haben wichtige Leute interviewt, warum Köln denn so attraktiv wäre für ein Tech-Unternehmen. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und das ist halt eine ideelle Sache, ne? Also für mich jetzt persönlich. Ich will das halt so groß wie möglich machen, aber dass das so schon aus Deutschland kommt. Ja, die Kosten, die auf dich zukommen, wie kriegt ihr das hin? Also auch hier, da mache ich mir weniger Sorgen, das läuft. Ja, das kostet ja auch Geld. Wenn wir genug Nutzer haben, dann springen wir auf. Irgendwann. Ja, nee, dazu kommt es nicht, weil wir dann auf OpenStreetMap umswitchen. Ach so. Ne? Also wir nutzen, also ich bin auch sehr für dezentrale Netzwerke
Und gestern noch habe ich mich so ein bisschen mit Mambo, oder wie das heißt, das ist ein Call-Dienst, auch dezentral, beschäftigt. Und es gibt immer Wege. Ja. Ich finde das ja ganz spannend, dass so ein Echtzeit-Ding, aber das erinnert mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ans Fernsehen. Ja. Also, ne, da passiert ständig irgendwas und man flitscht durch die Gegend. Genau. Und auf der einen Seite ist das ja, sag ich mal, so dieses Lean-Back-Entertainment vielleicht sehr schön, ne? Dass man, vielleicht ist es auch sozusagen ein Killer-App fürs Fernsehen. Genau, das Second Stream. Was ist der Second Stream? Ist das das Fernsehen oder das Internet? Ja. Wobei, ich sage mal, von mir persönlich aus gehen, sagt so, dass man ja eigentlich eher von diesem Stream so ein bisschen abkommt. Man selektiert ja eigentlich ja und ist ja froh, dass man hoffentlich in Zukunft on demand das, was man haben möchte, sozusagen. Ne? Ja. Und das wäre ja eigentlich so ein bisschen so der rechte Bereich von dem Genau, Thema. Genau, das ist ja, der rechte Bereich. Praktisch die Community, praktisch eine redaktionelle Arbeit, die auch immer erledigt hat. Ne? Ja, die meisten Startups beschäftigen sich, glaube ich, damit, so effektiv wie möglich deine Nachrichten, die du lesen willst, zu lesen. Aber ich bin gerne im Netz unterwegs und möchte gerne ungefilterte Nachrichten, so wie es bei Twitter früher üblich war, lesen. Also mich interessiert, was schreibt denn jeder an dem Platz? Wie nimmt denn jeder diese Situation wahr? Und wie schreibt denn jeder über das Thema und will das gerne selber irgendwie filtern? Auch für Journalisten ist das ja wichtig, mehrere Quellen einzuholen. Aber wenn die alles vorgefiltert haben und alles aus demselben Nutzerkreis kommt, so wie es bei Facebook gerade ist. Ne? Man liest ja nur das, mit wem man befreundet ist und wo man Fan von ist und sieht das, also Strom im Wasserglas bei irgendwelchen Shitstorms und so. Und ich möchte mir aber gerne eine allgemeine Situation, das Allgemeine aus der Situation rausziehen. Und dafür ist es dann halt gedacht und bisher hat noch kein ja, keine große Firma an die Möglichkeiten gedacht. Ja. Okay. Ja, noch, wenn es eine kurze Frage ist. Ganz kurz. Ne? Ich meine, das funktioniert ja sozusagen, ist ja abhängig von der Frequenz sozusagen, wie was gepostet wird. Wenn jetzt wirklich was sehr Dramatisches stattfindet, dann ist das ja eigentlich auch illusorisch zu glauben, dass man da irgendwas noch mitbekommt. Ich sag mal, wenn 1000 Leute in einer Minute was schreiben, was soll der Dienst dann anbieten? Ja. Ich sag das jetzt mal so. Ja, aber es ist sehr, also bei der Gamescom habe ich es gemacht, bei der FIFA habe ich es jetzt gemacht und ich bin da auf Sachen gestoßen, die ich bei anderen Suchmaschinen nie gefunden hätte. Auch wenn man da mal seinen kleinen Ort, in dem man wohnt, aufruft, was da für Flickr-Bilder aufploppen, da wäre man sonst nicht drauf gekommen. Also, da habe ich schon viele E-Mails bekommen und gesagt, oh, das ist ja toll, dass ich da auch mal mal was lese, was nicht durch Werbung hochgepusht wurde oder durch irgendwas anderes. Ne? Okay. Wer war eine Minute nach der Reihe? Ja, also mich würde interessieren, das hat ich am Anfang ganz genau mitbekommen, was du vorher überlegt hattest. Weil ich sehe jetzt aber auch einen wirklich großen Nutzen für Unternehmen, zu gucken, was geht da hier, was geht da nicht rum. Und weil ich selber auch gemerkt habe, dass mit der Vodafone-Kampagne da, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, was du davor überlegt hattest und warum du jetzt nicht umgesetzt hast. Das Monitoring-Tool für Standorte. Also wir haben bei unserer Standortvariante oben, haben wir da auch, wenn ich da jetzt nochmal draufklicke, haben wir weniger Netzwerke, die wir abscannen. Das liegt daran, also wenn wir jetzt Twitter aufnehmen, das ist gar kein Problem, Twitter da auch noch mit aufzunehmen, aber bei Twitter ist es so, da kommen dann Retweets, die mit Standortinformationen versehen werden. Was hat das mit der Location zu tun? Ne? Oder ist denn wirklich jeder, der irgendwo ist, gerade twittert, hat das, ist das eine Standortinformation, die ja gerade relevant ist in der Umgebung? Aber bei YouTube-Videos und bei Flickr-Fotos und Instagram-Fotos ist es halt so, ja, die machen die Fotos vor Ort und laden die dann auch hoch. Ne? Oder verschlagworten die bei YouTube so, das ist halt ein Ort, eine Relevanz zum Ort hat. Ne? Bei Twitter ist es sehr schwierig. Warum wir das noch nicht? Ja gut, das ist ein Vorläufer. Dieses Netzwerk ist für diese Business-Anwendung, die wir ursprünglich geplant haben, so ein Vorläufer. Also so ein Aushängeschild erstmal auch
und das wird dann halt ein eigenes Projekt, was aber auf der Basis von dem, den wir auch. Ich glaube gerade, wie du schon selber angemerkt hast, jetzt sicherlich sich, wenn überhaupt durchsetzen, dann in den USA als erstes. Und da ist dann auch sicherlich sehr interessant. Ja, weil die Begehrlichkeit, also ich weiß nicht, wenn man jetzt Hoteliers fragt oder so, was die haben wollen, ne? Die wollen den Dialog treten, die möchten sehr schnell mitbekommen, wenn irgendeiner aus der Umgebung einen Zug verpasst hat oder sowas. Ne? Also, dass die Nachrichten so wirklich auf einen zukommen. Also, da ist ja, doch schon. Die Hoteliers aber auch kompetent, diese Services zu sagen. Richtig, und das ist ja in Deutschland. Ja, wir haben uns das als Dashboard gedacht für eine Rezeption. Ne? Also, dass man da halt einen Bildschirm stehen hat, wo einfach was läuft, wo man nicht unbedingt aktiv nach den einzelnen Begriffen suchen muss, wo es halt einfach auf einen zukommt. Ne? Also, dass man das halt einfach so als Extrem zur normalen Arbeit, so, zur Berieselung wie klar zu gucken. Okay. Noch eine Sache, also ich will, glaube ich, von dem blauen Faden weggehen, weil ich jetzt einfach. Ach, ja, blau, ne? Jedes erfolgreiche Netzwerk ist blau. Ja, gut, aber das ist halt auch eine Geschmackssache, so, ne? Ja, aber ich meine, es ist schon ein Feld, kein Twitter-Blau, ne? Das ist ja schon so, dass Text. Ja, auch nicht schön. Und so weiter. Ja, ne? Also mit Design haben wir sowieso nichts am Hut, also da. Wir sind zu zweit. Der eine ist halt Coder, der andere ist Social Media Mensch, der alles austestet. Aber also Design, da haben wir halt auch keine Ressourcen. Wir haben auch kein Geld und so. Und da müssen wir halt mit dem irgendwie auskommen, was wir selber können. Ja. Wie groß ist eure Community mittlerweile? Das sind 160 oder 170 angemeldete Nutzer. Dann haben wir, also die Leute, die das als Suchmaschine benutzen, man kann es ja auch ohne Anmeldung als Suchmaschine benutzen, das waren so in den ersten zwei Wochen 60.000 ungefähr. Ja, wenn man das so mit einem YouTube-Video vergleicht, ne, ist ja. Und jetzt? Gutes YouTube-Video. Wann habt ihr gelauncht? Vor 3 Monaten? Nee, am 8.8. Ja. Und ja, das hat halt einen ganz großen Medienhype, aber wir hatten eine DPA-Meldung. Ne? Also bei uns, wir haben uns gewundert, warum sind wir denn plötzlich in allen Zeitungen? Ne? Und diese DPA-Meldung wurde einfach nur kopiert, überall, ne? Immer derselbe Text. Und naja, ich war dann so stolz und habe dann auch einen Journalisten angeschrieben, der das, er ist auch Fernsehjournalist, ob er das auch mal vorstellen könnte. Ja. Und, das war dann genau derjenige, der die DPA-Meldung verfasst hat. Ja, und den Text, der hat mich an ihn erinnert, ist ja klar, der Schreibstil. Aber das war schon, also jeden Tag hatten wir so einen anderen kleinen Hype. Wir haben auch diese ganzen Funktionen, also als allererstes hatten wir das, was wir eben gesehen haben, mit den zwei, zwei Leisten. Dann eine Woche später haben wir das hier gelauncht. Jetzt nächste Woche launchen wir diese Reputationsschiene, dass also die Begehrlichkeit wächst, also sprich Gamification, dass man halt dafür belohnt wird, wenn man tollen Content teilt, dass man sich bewerten lässt über den Content. Und was auch noch nicht veröffentlicht ist, was aber schon implementiert ist, ich klicke hier einfach auf die Überschrift zu. Hier haben wir irgendwo Text in der Beschreibung, irgendwo. Moment, irgendwo, wo was kommentiert wurde. Oder, in der öffentlichen Suche, wenn da mal ein Tweet kommt. Moment, jetzt noch nicht. Braincamp. Muss ja jetzt noch was kommen. Da warten wir noch eine Sekunde. Ha, warum ist da jetzt kein Hashtag bei? Weil ein Hashtag anders ist, oder? Ist ein Brain-Game. Ja, klar. Aber ich versuche jetzt mal ganz schnell einen Tweet zu finden, der einen Hashtag beinhaltet, weil dann wird es irgendwie schlüssiger, als wenn ich das nur so erkläre. Na?
Ja, kann ich auch. Ja, mit Link aber dann. Ne? Achso, mit Link? Okay. Ja, weil sonst wird der halt nicht angezeigt. Das ist das Problem halt, dass wir halt das nicht so als richtige Twitter-Rolle nutzen können. Ne? Theoretisch geht das, aber wir wollen ja das auch ein bisschen visualisieren alles. Und wenn dann einfache Tweets dann daneben stehen und dann auch noch Spam. Ne? Wie ist das denn für euch in Zukunft jetzt, bei Twitter ja einiges ändert und sich so ein bisschen so moderat? Ja. Habt ihr Probleme damit? Gut, ah, da ist es, da ist es. So, Moment, jetzt klicke ich hier auf den Hashtag, auf den roten Hashtag, und dann öffnet sich unser zweites Projekt, was wir schon vorher nebenher gestartet haben. Und zwar kann ich hier ganz einfach alle Netzwerke abgehen, wo das, wo dieser Hashtag verwendet wurde. Ne? Hier zum Beispiel, dann öffnet sich die Twitter-Suche, hier die Pinterest-Suche. Gehe ich mal drauf. Also Pinterest öffnet sich mit dem Hashtag auf Pins. Bis jetzt nichts. Na. Na, wie gehe ich jetzt zurück? Ah, da oben. Hm? Hä? Das läuft hier ein bisschen. Genau. Es ist schon wieder weg. Ach, gehen wir mal aufs Gänsenet. So, also Pinterest oder Google Plus, ne? Wir gucken dann auf Google Plus, wo der Hashtag da verwendet wurde. Und das ist auch ein Monitoring-Tool. Ne? Das kann man dann ruhig anschauen, ohne dass es halt dauernd irgendwie was runterploppt. Und das ist genau dasselbe, als wenn man es halt bei Google oder sonst wo eingibt. Man hat's halt, man kann es halt nur schnell abarbeiten. Wenn man ein Event hat, ne, immer kurz sehen, auf welchen Diensten gerade darüber kommuniziert wurde, und dann klickt man die einfach so ab. Ne? Und das soll auch immer mehr in unser Tool dann reinspielen, dieses Text in Action heißt das. Ja. Ich denke, es würde uns interessieren, vielleicht ein paar Details zu der technischen Seite. Was ist da ganz genau von der Suche oder von der ganzen Applikation, von der ganzen Idee? Was ist da jetzt so client-basiert und was ist da jetzt server-basiert realisiert? Es ist alles auf den Netzwerken, das meiste auf den Netzwerken. Also, ne? Also wir suchen wirklich auf den Netzwerken, sodass wir keine Serverlasten großartig haben. Also alles wird von Client Ja, nicht alles, aber viel, sonst wäre es halt nicht zu finanzieren, hm? Aus eigener Tasche so. Was wird dann auf dem Server doch ausgelagert? Das, was intern bei uns passiert, ne? Klar, das wird halt gebookmarkt, also wir haben dann halt dieses Social Network, alles, was bei uns geteilt wird, das läuft dann auch bei uns. Ne? Du kannst als nicht angemeldeter Nutzer auch die rechte Seite gar nicht sehen. Mhm. Ne? Wir hatten das anfangs offen. Und zwar war uns das doch noch zu heikel, wenn da Flickr-Bilder geteilt wurden und die sind genauso groß, wie sie bei Twitter eingeblendet werden. Und da dachten wir, ja, da macht sich ja der einzelne Nutzer das zu eigen, ne, indem man es halt shared bei uns. Und dann haben wir das ganz schnell abgeschaltet, dass es halt nur noch intern läuft bei uns. Ja. No, da war auch noch eine Frage irgendwo, ne? Ja. Ich hatte eben noch eine Frage, aber das hast du im Prinzip schon beantwortet. Das war, warum wir Twitter und Facebook nicht mit in die lokale Suche mit denen eingenommen haben. Ja. Das ist zwar was mir in der Nutzung halt schon aufgefallen ist, dass ich das eigentlich als fehlend empfinde. Ah ja. Also, ganz konkretes Thema, es war irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche, habe ich halt lokalisiert was gesucht. Ich habe gedacht, ja, probierst du es einfach aus, weil du ja vor zwei Wochen oder so, als du es am Fitbox vorgestellt hattest, eh drüber gesprochen hatten. Und genau dort haben mir dann halt die Tweets letztendlich gefehlt, die das Ganze dann abrunden. Ja. Dass man vielleicht ansonsten zumindest so als Option mit hinzuzieht, dass man es einschalten kann. Die Option ist ja dieses Text in Action.
Und du hast ja auch bei uns unser Bookmarklet, also du kannst mit unserem Bookmarklet alles in das Netzwerk reinpacken, was du im Netz so findest. Ne? Das ist so ein bisschen wie Pinterest, ne? Du wählst dann halt ein Bild aus oder auch keins und setzt es dann bei uns rein. Um das nachher weiterverarbeiten zu können, die Ergebnisse anders zu visualisieren, die Nutzer halt abspeichern und sich ranken lassen oder so, werden wir demnächst auch eine andere Ansicht schalten. Das heißt, so eine Art Board, ne, so ein bisschen wie Pinterest. Und ihr seht, dann haben wir wirklich alles als Konkurrenz, was gerade im Internet populär ist. Das ging bei mir darum, ich wollte irgendein Event, genau, ich wollte gerade ein Event schauen, was die Leute, die dort vor Ort sind, gerade dazu posten. Und ja. Da ist ja Twitter dann letztendlich doch mehr oder weniger der Kanal, wo die Informationen am Anfang dann zusammenlaufen. Ja, aber es gibt halt Suchmaschinen dafür auch. Ne? Also da gibt es halt auch andere Tools, die ich auch selber nutze. Ne? Ja. Also man kann ja auch gerne mal was kommen, man muss ja nicht alles in einem Tool haben. Wir haben ja schon das meiste, was es so gibt. Aber wenn ihr eine Idee habt, welcher Fotodienst denn jetzt noch das Ding überhaupt ist, was dann noch unbedingt rein muss und so weiter. Also wir sind so für Vorschläge auch offen, was man noch so alles machen kann, Verbesserungsvorschläge. Wir können es halt die nächsten 2 Monate nicht so schnell umsetzen, aber bei uns, also mit den Innovationen, wie gesagt, jede Woche neue Funktionen, die dazukommen oder Verbesserungen, das werden wir schon ein bisschen so beibehalten. Ja. Aber. Nicht vergleichbar. Nee. Das ist ein Metanetzwerk. Ich habe mir überlegt, Facebook gibt es schon, Twitter gibt es schon, das sind Netzwerke, ne, die funktionieren, Pinterest und so. Aber das nächste große Ding muss ja was sein, was übergeordnet ist, was darauf allen aufbaut, dass man sich nicht nochmal, ich sag mal, extra sein Leben auf einer Plattform nochmal, was weiß ich, umstricken sollte. Naja, also es gab ja früher so das Copernicus zum Beispiel, oder das war so eine kleine Software, wo man beliebige Sourcen, also Quellen, Informationsquellen einbinden konnte, die dann lokal verarbeitet worden sind. Ja, so wie Yahoo Pipes ja auch. So. Genau, ne? Also das, also die sind ja auch ein bisschen weg, weil es einfach die Datenmenge zu groß geworden ist, wenn man den Server basiert, da ging es immer mehr Sinn, weil die auch über die Echtzeit-API gegen Echtzeit-Informationen liegen. Ja, also ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass wir mit dem Ding auch groß werden können. Ja, und wenn ihr das auch davon auch überzeugt seid, würde ich mich freuen, den einen oder anderen da begrüßen zu dürfen. Wichtig ist es uns halt, die Suche wird halt schon ohne Ende genutzt, aber ja, die Relevanz ist bei uns halt doch angemeldete Nutzer, Nutzer, denen das Spaß macht, die zum Beispiel sich in Grüppchen zusammenpacken und sagen, ach, wir suchen jetzt mal den besten Content gemeinsam zur IFA oder sonstige Events oder einfach lustige Themen. Das hat jetzt vor kurzem nochmal einer eingegeben, WC-Zubehör. Also man lacht sich auch zum Teil kaputt über die Ergebnisse, die dann runterploppen. Also da gibt's schon ganz... gerne, also wenn ihr einen lustigen Begriff habt, der ganz tolle Ergebnisse erzeugt, twittert gerne drüber. Das hilft uns unheimlich weiter, diese Aufmerksamkeit. Ne? Habt ihr selber auch Startups in dieser Anfangsphase? Wer von euch? Du? Deswegen hast du es auch mal vorher schon angesprochen, wo ich schon fast Angst hatte. Nee, ich fand das auch ganz spannend, weil ich finde, das Allerschwierigste war die ersten 50 Leute. Ja, die kamen wirklich aus Plurk bei uns. Ja, und das ist richtig harte Arbeit, so, ne? Weil wenn man vorher viel allein gearbeitet hat, so als Entwickler, da hat man nicht unbedingt vielleicht so ein soziales Netzwerk außerhalb dieser Szene. Und ich habe sowas für Hunde gemacht, so, und da bin ich wirklich zum Hundeplatz und habe dann da meine Zettel aufgehangen, so, ne? Weil die Leute halt, ja, wie soll es die erreichen? So, ne? Und das ist schon sehr, sehr schwer für jeden, der so eine Community-Geschichte machen will. Ich sag mal, vor 20 Jahren, da hat man ein Forum installiert und da waren die Leute froh, dass es ein Forum gibt oder sowas, beispielsweise. Heute gibt es ja Tausende zu einem Thema. Mhm. Und dieses, wie baut man eine Community auf, wirklich, sag ich mal, bis zu den ersten 1000, das ist, glaube ich, ein super spannendes Thema, aber das
spiegelt sich auch so ein bisschen wahrscheinlich Facebook-Pages. Ne? Wie komme ich da mal in Schiene, ne? Dass da wirklich viele Leute das kriegen? Das Wichtigste ist wirklich Offline-Kontakte. Ne? Ja. Also ich bin ja auf allen möglichen Barcamps. Ich war jetzt auch auf dem Videocamp hier auf der Gamescom unterwegs, habe da mit unheimlich vielen Leuten über das Ding gesprochen. Zum Glück läuft das Ding auch auf meinem Handy so flüssig. Und ich habe dann natürlich extremst versucht, bekannte YouTuber dafür zu gewinnen, ein Erklärungsvideo darüber zu drehen und so. Bis jetzt wurde noch nichts veröffentlicht, aber vielleicht kommt da noch was. Aber man muss wirklich kämpfen und gucken, dass man offline, ich sag mal, die Leute persönlich mal getroffen hat, darüber diskutiert, denen die Vorteile erklärt. Und das kann man, das Ding kann man im Netz nicht erklären. Also also das ist total erklärungsbedürftig. Vor allen Dingen, Social Media ist ja für viele ja schon die Hürde überhaupt. Ne? Irgendwie mal zu twittern oder so. Twitter ist ja noch immer nicht überall angekommen. Da steht man ja auch davor, wenn man da zum ersten Mal ist, ja, was mache ich denn hier überhaupt oder so, was hat das denn für einen Sinn? Ja, und dann haben wir es halt irgendwie noch, ist die Hürde halt noch größer. Unser Netzwerk, das Potenzial da für sich selber persönlich zu erkennen. Weil ohne das, wenn du keinen persönlichen Nutzen erkennst, kannst du es auch im, kannst du es auch in Unternehmen nicht vermitteln, gar nichts. Ne? Also das ist halt emotional und total primitiv. Ne? Da muss jeder seinen persönlichen Nutzen finden. Und ich kann auch keinem vorschreiben, für was er das nutzen soll. Ne? Das will ich auch keinem. Es gibt halt unheimlich viele Anwendungsmöglichkeiten. Und vielleicht schreibt mir mal einer, für was er es irgendwie mal gebrauchen konnte. Das verbloggen wir dann und ja, das wäre auch cool. Also wir sind für alles offen. Ja, jetzt habe ich überzogen, ne? Wow. Dann hat's gepasst. Sonst Feedback? Ja, durchhalten. Das ist es. Ich kann es nur zum Jahren empfehlen. Ich kann es von vielen Webseiten, so zum Beispiel in eine konkrete Blog-Seite oder irgendwie allgemein, also eine Firmenseite, wenn es so eine Art zusätzlichen Bereich gibt, so einen Tech-Cloud oder sowas, das so ein Art später mal also Tech-Cloud-Bereich. Wir haben vor, dass jede Firma sich ein Widget bei uns ziehen kann. Das auf die eigene Webseite einzubinden, also die Leute brauchen keinen Newsroom mehr zu kaufen oder sonst was, die haben ihr Widget und sehen halt die Kundenstimmen oder die Eindrücke bei ihnen auf der Webseite. Und wenn das mit dieser rechten Seite da noch ganz heftig boomt, dass da wirklich der beste Content von allen Nutzern auch gewotet wird, ist ein bisschen utopisch, aber dann könnte sowas auch auf der Wikipedia eingebunden werden. Ja, gut. Da müssen wir halt aber doch noch ein bisschen dran schrauben, um das dann in das Format zu bekommen. Aber wir sind halt da, wir wollen erstmal wirklich so groß wie möglich werden. Und das machen wir dann auch. Und diese Funktionen sind alle kostenlos und bleiben es auch. Wenn was kostenpflichtig ist, dann haben wir halt diese andere Baustelle, die Monidio heißt. Also Wikipedia macht es ja auch so, ne? Die haben halt die Wikipedia als Aushängeschild und Wikimedia, da verkaufen sie dann für Enterprise und so weiter diese internen Wikis und so weiter und sowas. Ne? Und das funktioniert ja wunderbar bei denen. So nach meinem Wissen. So. Herzlichen Dank. Ja.